Soweit das Auge reicht, Menschen, die auf bunten Matten Yoga-Übungen machen. Sage und schreibe 35.000 sind gekommen, um gemeinsam mit dem indischen Premier Narendra Modi in der Hauptstadt Neu-Delhi zu turnen. Denn er ist nicht nur der Initiator des Welt-Yoga-Tags, er geht auch selber mit gutem Beispiel voran. Shanti, Sadbhavana. Bei Yoga geht es um mehr als um körperliche Fitness. Wir feiern nicht nur diesen Tag, sondern bilden den menschlichen Geist aus, um eine neue Ära des Friedens anzutreten. Modi dankt zudem den Vereinten Nationen, dass sie seine Anregung zur Einführung eines Welt-Yoga-Tages aufgegriffen haben. Die Veranstaltung findet in Neu-Delhi unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das gesamte Zentrum ist abgeriegelt. Teilnehmer an dem Open-Air-Event müssen zahlreiche Metalldetektoren passieren. Die Veranstalter erhoffen sich von dem Massenspektakel einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Auch in anderen Landesteilen Indiens treffen sich Menschen zum gemeinsamen Yoga. Aber auch in zahlreichen europäischen Metropolen wird der erste Welt-Yoga-Tag gebührend begangen, wie beispielsweise in London und Paris.